Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Weltgebetstag der Frauen 2016, heute mit dem Thema oder aus Kuba. Wir haben ein buntes Programm heute wieder zusammengestellt und ich würde Sie einladen, daran teilzunehmen, es zu genießen und freue mich, dass uns Frau Brasch am Klavier begleitet. Dankeschön, dass auch Frau Fischer, wie jedes Jahr bei uns ist, den Gottesdienst mit vorbereitet hat und auch durchführt, diesmal mit ihrer Tochter Wiebke, das finde ich total klasse. Frau Herrmann, eine Bewohnerin von Olms, schön, dass Sie mitmachen, auch mitgestalten. Und was auch wirklich eine gute Tradition ist und freue mich, dass das dieses Jahr auch wieder so der Fall ist, dass Herr Hans-Jürgen Klingenhagen wieder eine Ausstellung heute eröffnet, auch unter dem Motto Kirche trifft Kunst. Aber dazu wird Herr Klingenhagen nachher noch selber mehr erzählen. Ich würde Sie einladen, mit uns auf die Reise nach Kuba zu gehen und zu hören und zu genießen, was die Gruppe vorbereitet hat und im Anschluss natürlich auch ein bisschen landestypische Gerichte und Getränke einzunehmen. Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag. Wir feiern den Weltgebetstag. Er wird heute wirklich auf der ganzen Welt begangen mit den Texten, wie wir sie auch haben, manchmal ein bisschen anders. Das jeweilige Publikum oder die jeweilige Gemeinde ein bisschen angepasst, aber es sind tatsächlich die gleichen Texte, die eben Frauen in Kuba zusammengestellt haben und dadurch ergibt sich in meinen Augen auch eine unglaubliche Kraft dieser Gebete, die wir dann heute auch gemeinsam beten und der Texte, die wir hören. Der Weisheit, du Quelle ewiger Werte, aus der wir Liebe schöpfen. Wir preisen deine Gegenwart Mitte unter uns mit Gitarren, Langhölzern, Rasseln und Trommeln. Heiliger Geist, heilige Weisheit, du zeigst dich den Kleinen und bist in unseren Träumen und Hoffnungen gegenwärtig. Wir preisen deine Gegenwart Mitte unter uns. Wir bringen vor dich die Träume der Alten, die Visionen der Jungen und die Weisheit der Kinder. Gott unseres Daseins, wie ein Kind freust du dich am Leben und schmückst es mit Fröhlichkeit. Du verwandelst jeden Tag in ein Wunder und jeden Moment in einen Grund zu feiern. Wir preisen deinen heiligen Namen und verkünden das Reich Gottes, im Namen Jesu Christi. Gott des Lebens, du bist in allen Generationen gegenwärtig. Mitzugestalten. Hilf uns, von den Kindern zu lernen,
einander anzunehmen und niemanden auszugrenzen, sondern in unseren Gemeinschaften Versöhnung zu suchen. Wir erkennen, dass wir uns nicht immer von der Freude der Kinder anstecken lassen und auch die Fülle Gottes, die sich in der Vielfalt der Schöpfung zeigt, nicht feiern. Geist des Lebens, verwandle uns, gib uns Hoffnung, Kraft und Liebe. Vergib uns, wenn wir nicht wirklich Raum schaffen für das Gespräch zwischen den Generationen. Stattdessen lassen wir Misstrauen und Machtkämpfe zu, die unserem Miteinander schaden. Wir erkennen, dass wir unsere Stimmen nicht ausreichend erheben, um Ungerechtigkeit wie die Wirtschaftsblockade, unter der das kubanische Volk seit mehr als 50 Jahren leidet, anzuklagen. Sie gefährdet besonders die Ernährung und die Gesundheit unserer Kinder. Vergib uns, wenn wir so tun, als ob es tägliche Misshandlung von Frauen, Kindern und älteren Menschen in Familien und am Arbeitsplatz, in Gesellschaft und Kirche nicht gebe. Geist des Lebens, befreie uns, gib uns Hoffnung, Kraft und Liebe. Wir geben zu, dass wir verantwortlich sind für Mauern, die wir errichten. Denn sie hindern uns daran, als Gemeinschaft auf dem Weg zu sein und ein Zeugnis für unseren Glauben und unsere Hoffnung zu geben. Geist des Lebens, vergib uns, gib uns Hoffnung, Kraft und Liebe. Gott, im Vertrauen darauf können wir uns auf den Weg machen in die neue Wirklichkeit, die du uns verheißen hast. Amen. Tänze im Blut hat, sag ich mal. Kommen Sie hier.
Recherche der Geschichte gibt uns jetzt Aufschluss. Jetzt wollen wir uns erstmal mit der Definition beschäftigen. Gehen wir nach hier. Nee, von hier geht das besser. Sehen können das ja nicht alle. Ja, die Piraterie, wie ist das definiert? Pirater, Seeräuber. Versuchen, Unternehmen, Auskundschaften, Wagnis, Überfall, Eigentumsdelikte, Freiheitsberaubung zu eigenen Zielzwecken. Unter Gebrauch eines Seefahrzeuges, die keiner staatlichen Gewalt unterliegen. Aber wir werden gleich bei den Piraten sehen, wie berühmt geworden sind, dass das ganz anders war. Kommt das nächste Bild? Und zwar den Pirat kennen wir bestimmt alle aus dem Kino. Nicht der rote Korsar mit Burt Lancaster, das 1952. Und ich habe gehört, dass hier auch so Kinoabende gemacht werden. Vielleicht könnte man den Film den Bewohnern mal zeigen. Der ist nämlich ganz lustig und vielleicht so ein bisschen Klischee-Pirat. Und dann gibt es, was die Seefahrt angeht, auch noch einen zweiten Film, den man mal schauen könnte, wo ich auch drauf eingehe. Die Meuterei auf der Bounty. Die zeigt die Brutalität in der privaten Seefahrt und warum viele Leute dann nicht auch Pirat geworden sind. So, und jetzt haben wir nicht nur einen Pirat hier gesehen, sondern wir haben jetzt auch einen richtigen Pirat hier. Den darf ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Gestatten. Sir Francis Drake. Ich bin mal einen Applaus. Er ist aus der Geschichte zu uns gekommen und wir wissen, dass er gerade von Hof der englischen Königin kommt. Er ist nämlich zum Ritter geschlagen worden. Und wie es dazu kam, das hören wir auch gerade in der Geschichte. So, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir als Kinder wollten ja immer gerne Pirat werden, aber warum wollten das damals so viele Leute? Stellen wir uns mal vor, wir hatten so die Barockzeit, es war die Feudalzeit, es gab, sag ich mal, nur Arm und Reich und Leibeigene, die mehr oder weniger für ihre Feudalherren arbeiten mussten, die hatten ja praktisch nichts zu verlieren. Es gab hohe Zölle, hohe Steuern, Agrarkrisen und der Piratenbund, der brachte denen so eine gewisse Sicherheit und Freiheit. Außerdem die fette Beute, die man bei den Kaperfahrten machte. Abenteuerleben war natürlich verlockend und Pirat war natürlich eine lohnende Alternative zur Armut, oft für verkrachte Existenzen. So, die Piraten hatten nämlich ein ganz interessantes System. Während wir in dem Film Meuterei auf der Bounty oft sehen können, dass dieser Captain Bligh zu seiner Mannschaft unheimlich brutal war, da gab es Ausbeutung auf Deck, Kiel holen und solche Sachen, waren die Piraten eigentlich eine verschworene Gemeinschaft. Sie wählten zum Beispiel den Kapitän selber, teilten die Beute zu gleichen Teilen. Es gab andere und mildere Strafen als bei der Handelsmarine. Der Kapitän hatte keine extra Privilegien, der kriegte also keine extra Verpflegung, kein extra Geld. Schiffsarzt und Zimmermann waren auch in der Regel an Bord. Und die hatten so etwas Ähnliches wie wir heute unser Sozialsystem, die Piraten, und staunen. Bei Verwundeten gab es eine Entschädigung, so also ähnlich wie ein Unfall der Sozialversicherung. Das heißt, ganz klar, wie die Geschichte schreibt, wenn das Schiff geändert wurde und da war ein Pirat, der kriegt jetzt leider Gott das Bein ab, konnte passieren, oder den Arm, dann kriegt er wegen meiner aus der Beutekasse 300 Taler oder Piaster und da konnte er zumindest mit weiterleben. Naja, und das gab es natürlich dann anderwo nicht. Ja, es gibt drei ganz berühmte Piratenepochen, die wir uns heute mal ein bisschen im Schnelldurchgang anschauen, damit es nicht so langweilig geht. Und zwar die barbaresken Korsaren, Sir Francis Drake, der heute hier anwesend ist, und aus deutschen Landen Klaus Störtebeker. So, fangen wir mal mit den Korsaren an. So, jetzt stellen wir mal die Geschichte zurück. Nach der Kreuzigung Christi lehnte sich ja das Christentum in Nordafrika und ganz Europa aus. Dann kam aber allerdings der islamische Vormarsch und das Christentum war auf dem Rückweg und es bildet sich in Nordafrika im 16. Jahrhundert Piraten. Heimlicher Herrscher war der türkische Sultan und es waren Leute, die von Menschen anlebten. Bei den Robzügen wurden also Bewohner christlicher Städte als Sklaven verschleppt, bis ca. 1780 ca. 1 Million in die Häfen der Karibik und die USA, die sich gerade frisch gegründet hatte und unabhängig war, und die ganze Stadt Hamburg wurde von diesen Piraten um Geld erpresst und das hätten sie besser nicht tun sollen. Da haben sie sozusagen den Bogen überspannt
Und in der Karibik gab es also erste Widerstände. Sklaven schlossen sich zusammen für den Guerillakrieg gegen die Piraten. Und die USA gründeten bis heute, bestand die US Navy, führten zwei Seekriege gegen die Barbaresken und der Karibik war zu Ende. Und dabei waren die 9 Schiffstypen Fregatten recht erfolgreich. Ein Schiffchen davon sehen wir jetzt. Ganz berühmte Schiffe dieser Saison, die viel schneller waren, einheitliche Bewaffnung hatten. Und eine ganz berühmte Fregatte ist zum Beispiel die Boston oder auch die Victoria, wo Lord Nelson in Napoleon besiegt hat. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Sir Francis Drake. Klassischer Seemann, geboren 1540 in England, Sohn eines Pastors, evangelisch. Die Familie wurde allerdings dann von den Katholischen dann von ihrem Land verjagt. Naja, und jetzt wusste er nicht, was er machen sollte, mit 14 zur See. Schiffsjunge, Matrose, Steuermann, Zahlmeister, Kapitän, also die klassische Laufbahn. Nichts anderes gelernt, war ein brillanter Seemann. Dann kam im 16. Jahrhundert von Spanien ein Embargo gegen England und die englische Königin stellte Kaperbriefe an die Seefahrer aus. Auch an Francis Drake. Und der ist damit berühmt geworden. Und das Ziel, spanische Schiffe, beladen mit Gold und Silber, Lateinamerikas zu entern und die Ladung nach England zu bringen. So, hier ist ein berühmtestes Schiff. Und jetzt muss ich mal hier hin. Francis Drake hat natürlich auch sein Schiff mitgebracht. Allerdings im Rahmen unserer Ausstellung, um die Werke mal zu präsentieren, das ist also eine Zeichnung von dieser Golden Hind, wohl das berühmteste Piratenschiff überhaupt. Golden Hind heißt übersetzt goldene Giftung. Man sagt, we
Silva. Nochmal einen ganz kräftigen Applaus. Das war so ein bisschen südamerikanisches Feeling, würde ich sagen. Ja, das war der offizielle Teil unseres Programms. Ganz, ganz herzlichen Dank an den Herrn Klingenhagen. Die Ausstellung Piraten, Aufstieg und Niedergang der Freibeuter, von denen wir gehört haben, die Karten, diese wunderschönen Karten mit den Schiffen, sind bei uns hier im Haus, im Treppenhaus aufgehängt und ich kann Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich die an, die sind wirklich total klasse und mit ganz viel Liebe zum Detail hergestellt worden. Die hängen auch noch ein bisschen bei uns, sodass Sie wirklich auch Gelegenheit haben, sich die anzuschauen. Vielen Dank, Frau Brasch, für die Musikbegleitung und natürlich auch dem Team, Frau Gebus, Frau Fischer und ihre Tochter Wiebke und auch Frau Hermann, unsere Bewohnerin, dass sie den Gottesdienst für uns gestaltet haben. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, Sir Francis Drake. Ich kann Sie jetzt nur noch einladen, bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen kubanische Musik für den Hintergrund. Und kann Sie jetzt nur noch einladen zu Getränken und ein wenig landestypischen Speisen. Also gehen Sie noch nicht sofort rein, sondern bleiben Sie noch ein bisschen da. Dankeschön. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Nachmittag mitgestaltet haben. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Danke für die Fotoarbeit und allen anderen, die mitgewirkt haben. Dankeschön.